Sehr geehrte Damen und Herren, nun kommt ganz großes Theater. Ein episches Stück in vier Akten zum Geburtstag von Luca de Brenz. Jahr 50. Das Licht des Yoga.
kehre zurück nach Deutschland. Nach Frankfurt? Oder? Nicht Nürnberg. Nein. Eines Tages wirst du deinen Berg besteigen. Mein Berg? Denk an meine Worte, Sukade. Mein Berg? Mein Berg. Bedeutet Einheit, Harmonie. Und ja, eine gesunde Ernährung und
verlässt. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Danke, Swamiji. Ja, also, eine gesunde Ernährung ist essentiell. Thank you.
So begab es sich nach einigen Jahren im Westerwald, bezogen Zuckerle von seinen Getreuen voller Tatendrang neue große Gebäude und von hier aus das Licht des Yogas über die Grenzen von Deutschland hinaus in die Welt zu verbreiten. Sitze aufrecht und gerade für die Meditation. Wirbelsäule aufgerichtet, Augen entspannt, Kiefer entspannt. Bitte Körper und Geist während der nächsten 20 Stunden, Minuten ruhig und entspannt zu sein. Nun stelle dir ein großes Licht im dritten Auge. Spüre sein sanftes Pulsieren. Und nun schicke dieses Licht hinaus in die Welt. Schicke nun Licht und Liebe in alle Richtungen. Licht und Liebe in alle Richtungen. Mögen alle Wesen erfüllt sein von Licht, von Liebe. Stelle dir nun vor, du sitzt auf einem Brettsofa. Das Sofa löst sich nun vom Boden und steigt leicht gern wieder in den Boden. Stelle dir vor, du schwebst mit diesem Sofa dem Blau des Himmels in dem strahlenden Sonnenlicht entgegen. Du lässt alles Schwere, alles Dunkle ein für alle Mal los. Ah, ich liebe Brettsofa. Ein Sofa? Wow!